Stell dir vor, ein Nährstoff könnte dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, bei entzündlichen Krankheiten, zum Beispiel Rheuma, helfen und die Gehirnfunktion unterstützen. Klingt nach einem Alleskönner? In diesem Video geht es um Omega-3-Fettsäuren und darum, wie ihr herausfindet, ob ihr gut versorgt seid. Was genau steckt hinter dem Begriff Omega-3? Das Wort Fette verbinden die meisten von uns ja eher nicht mit etwas Gutem. Unnötig, sagt WGF-Experte Robin Reynolds. Fett ist nicht gleich Fett und per se schon mal gar nicht schlecht. Es kommt darauf an, über welche Fette wir sprechen und in welcher Balance diese zueinander stehen. Es gibt beispielsweise die gesättigten Fette, die wir primär in Lebensmitteln wie der Butter vorfinden. Die sind beispielsweise nicht essentiell, das heißt, diese kann der Körper auch selber herstellen. Es gibt dann die einfach ungesättigten Fettsäuren, wie beispielsweise das Olivenöl, oder auch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren. Und diese sind essentiell. Das bedeutet, die sind besonders wichtig für unseren Körper und wir müssen sie essen, eben zu uns nehmen, damit wir von den positiven Vorteilen dieser Fettsäuren profitieren können. Man unterscheidet zwischen pflanzlichen Quellen wie ALA und tierischen Formen wie EPA und DHA. Vor allem EPA und DHA zeigen in Studien viele positive Effekte, darunter auch eine entzündungshemmende Wirkung. Die für unsere Gesundheit besonders wichtigen langkettigen Fettsäuren EPA und DHA können wir uns über ein kleines Akronym gut merken und dieses beschreibt gleichzeitig deren Wirkweise. Bei EPA entzündliche Prozesse ausschalten und beim DHA das Hirn aktivieren, da unser Hirn zu einem großen Teil aus Fetten besteht und davon der Großteil eben aus DHA. Besonders spannend, eine neue Studie aus der Schweiz legt nahe, dass eine regelmäßige Omega-3-Aufnahme den Alterungsprozess auf zellulärer Ebene verlangsamen könnte. Das wurde anhand chemischer Veränderungen im Erbgut gezeigt. Die Forschenden aus der Schweiz haben dafür fast 800 ältere Erwachsene untersucht und einen positiven Effekt gefunden. Unabhängig von Alter, Geschlecht oder BMI. Aber es kommt nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf das Verhältnis. Habt ihr schon mal von Omega-6 gehört? Auch das ist eine essentielle Fettsäure, die wir brauchen. Das Problem? Die meisten von uns essen viel zu viel davon. Die Omega-3-Fettsäuren sind besonders wichtig für unsere Gesundheit und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese zu uns führen. Problematisch ist allerdings, dass sie sich mit den Omega-6-Fettsäuren den gleichen Enzymweg teilen. Wichtig wäre es daher, weil diese Fettsäuren eben miteinander in Konkurrenz stehen, einerseits die Omega-3-reichen Lebensmitteln, wie beispielsweise den fettreichen Seefisch, zu erhöhen und andererseits Omega-6-reiche Lebensmittel, wie beispielsweise das Sonnenblumenöl oder die Margarine, zu reduzieren. Also, wer zu viel Omega-6 zu sich nimmt, kann dann einen schlechten Omega-3-Wert haben, auch wenn man eigentlich genug davon isst. In einer idealen Ernährung liegt das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 bei etwa 5:1. So wie die meisten von uns sich heutzutage ernähren, liegt es aber manchmal bei 15:1 oder sogar 20:1. Wie kann ich meinen eigenen Wert checken? Direkt beim Arzt? Oder mit einem Selbsttest für zu Hause. Der sogenannte HS-Omega-3-Index gibt an, wie gut ihr versorgt seid. Beim Arzt könnt ihr relativ sicher sein, ein richtiges Ergebnis zu bekommen. Schließlich sollten da keine Anwendungsfehler passieren. Selbsttests sind hingegen super bequem. Es gibt aber Qualitätsunterschiede. Und ihr müsst aufpassen, dabei nichts falsch zu machen. Das haben wir hier im Team auch gemacht, vor einigen Wochen schon, damit wir jetzt über unsere Werte sprechen können. Auch ich war dabei und Spoiler, da ist noch etwas Luft nach oben. Schauen wir uns doch vielleicht zuerst deinen Omega-3-Indexwert an, so heißt er ja. Der liegt bei dir bei 4,79. Mhm. Der optimale Bereich liegt bei 8 bis 11%. Ja. Das heißt, da bist du relativ weit unten angesiedelt mit deinem Wert und man sieht auch noch, eine Kollegin und einen Kollegen, die haben ähnliche Werte, um die 4, irgendwas. Und jetzt auch hier ist wieder spannend zu sehen, die Kollegen oder Kolleginnen, inklusive auch meinem Wert, die eben Omega-3 zusätzlich supplementieren, liegen eben bei 7,55 oder eben bei zwei wirklich Spitzenwerten bei 11%. Bei dem einen Kollegen muss man sagen, der isst zusätzlich viel Lachs. Das tue ich zum Beispiel nicht. Ich ernähre mich eher flexitarisch. Und so sieht man da doch eine sehr, sehr starke Differenzierung. Was vielleicht auch noch spannend ist, ist die Spalte daneben. Und zwar spiegelt der Wert einen sogenannten Entzündungsparameter wider. Und der sollte im besten Falle, das ist eben das Verhältnis von der Omega-3-Fettsäure EPA zu der ARA-Arachidonsäure, bei 5
zu 1 oder niedriger liegen. Und auch hier sieht man, die Leute, die einen guten Omega-3-Index haben, haben entsprechend auch einen relativ guten Entzündungsparameter von eben 6,32:1. Und bei allen anderen liegt das eher so bei 17:19:1. Ja, das heißt, mit meinen 19,2:1 ist das wirklich ein schlechter Wert, auf den ich dann auch reagieren sollte? Also kurzfristig, ne, da passiert jetzt nichts mit einem, aber langfristig gesehen würde ich immer dazu raten, sowohl den Omega-3-Index als auch damit einhergehend diesen Entzündungswert und Parameter zu optimieren, damit man eben das volle gesundheitliche Potenzial da ausschöpfen kann. Wie gleiche ich einen Mangel nun aus? Der wichtigste Hebel ist die Ernährung. Wir haben schon gelernt, weniger Fastfood, mehr Fisch. Gute Quellen sind fettreicher Fisch wie Lachs, Hering, Makrele oder Sardinen. 2 Portionen fetter Seefisch pro Woche gelten als Empfehlung, um einen guten Spiegel zu haben. Wem das nicht gelingt oder wer vegetarisch oder vegan lebt, kann Omega-3 auch über Leinsamen, Walnüsse oder Rapsöl bekommen. Laut Robin ist es aber schwieriger, so seinen Bedarf zu decken, weil nur ein kleiner Teil der Fettsäuren daraus in das nützliche EPA und DHA umgewandelt wird. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, Nahrungsergänzung. Fischölkapseln oder Algenöl können sinnvoll sein, vor allem für Menschen, die wegen einer Erkrankung einen erhöhten Bedarf haben oder einfach nicht genug zu sich nehmen. Hier kommen 3 Tipps zum Thema Supplementierung. Tipp Nummer 1 und damit der wichtigste: Nicht alleine experimentieren. Nur über Ernährung ist eine Überdosierung kaum möglich, über Supplemente schon. Zu viel kann gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel am Herzen oder bei Diabetes, problematisch werden. Deshalb generell erst ärztlichen Rat einholen. Tipp Nummer 2, nehmt euer Omega-3-Supplement zu oder nach einer fettreichen Mahlzeit ein. Dann sind die fettverdauenden Enzyme, die Lipasen, aktiv und die Omega-3-Fettsäuren werden viel, viel besser aufgenommen. Und Tipp Nummer 3, Nahrungsergänzungsmittel können unterschiedlich gut sein. Ein Hinweis für Qualität: Zertifizierungen. Ein anderer, der sogenannte Totox-Wert. Der Totox-Wert gibt an, wie oxidiert oder wie ranzig eure Omega-3-Fettsäuren sind. Ein niedriger Wert steht für eine hohe Qualitätsstufe. Robin sagt, ein Wert unter 24 ist in Ordnung, ein Wert unter 10 sehr gut. Zusammengefasst, Omega-3 ist kein Wundermittel, aber ein sinnvoller Baustein für eure Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon mal euren Omega-3-Spiegel testen lassen oder bewusst etwas an eurer Ernährung verändert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Ernährung und Gesundheit im Job erfahren wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.